Ja, hallo und willkommen auf dem Kanal hier, auf meinem Kanal. Ja, heute nochmal ein Motorradvideo. Und zwar habe ich mal mein Moped ein bisschen sauber gemacht und ja, das müsste jetzt langsam mal zum TÜV. Normalerweise bräuchte ich eigentlich auch noch einen Vorderreifen. Deswegen habe ich mal erstmal das Moped mal wieder geputzt und poliert, ne, damit es erstmal von äußerlichen sauber aussieht. Ja, und der Hintergrund ist, ich fahre morgen mal zum TÜV, weil normalerweise müsste ich jetzt hier vorne einen neuen Vorderreifen haben. Also, wenn überhaupt, ist das noch ein Mindestprofil, ne? Aber ich werde dem TÜV-Mann dann sagen, dass ich schon bei Quick Reifen Discount einen neuen Vorderreifen bestellt habe, das aber noch ein paar Tage dauert. Und ich muss ja normalerweise im Juni zum TÜV. Gut, man kann überziehen, aber. Ja, ich tue da mal einfach ganz dumm, ne? Ja, wenn er sagt, mit dem Reifen käme ich noch durch, dann soll er nämlich direkt eine Prüfung machen. Morgen. So ist jetzt erstmal der Plan. Naja, wie gesagt, das Moped habe ich jetzt noch mal eben rundherum gewischt. Letztens bin ich ja noch im Regen reingekommen. So. Ups, ein bisschen Polierwatte. Ja, meine Kamerahalterung habe ich auch schon wieder neu angebracht. Hier. Ich hatte mir eine bestellt, aber ich habe mir ja hier so ein Reifendruckanzeigegerät geholt, was mir quasi vorne und hinten den Luftdruck anzeigt. Ja, und dann musste die Halterung weichen, weil die originale Halterung, die war nämlich schon kaputt, wo das Ding ankam. Da kann man nur wieder sagen, billig China-Scheiß. Ja, und hier die ganzen anderen 12-Volt-Steckdose, USB-Steckdose. Voltmeter, Drehzahlmesser und jetzt die neue Halterung für die Kamera. Das habe ich auch alles noch so nachträglich dran gemacht, genau wie auch hier die Handy, die Navi-Halterung. Ja, bin ich mal gespannt, wie was morgen eventuell der TÜV sagt. Ich werde einfach mal morgen hindüsen und fragen. Fragen kostet ja nichts. Soll sich mal eben kurz den Vorderreifen angucken und wenn er sagt, ja, damit käme ich durch, dann kann er gerne mal die Prüfung machen. Und dann will ich hoffen, dass ich mit allen anderen auch durchkomme. Ja, 86.601 Kilometer hat das Moped jetzt runter. Mit 44.000 habe ich so gekriegt. 2016, da könnt ihr euch also ausrechnen, wie viel ich so jetzt im Schnitt schon so rumgefahren bin, ne? Im ersten Jahr waren das ja nur noch 2-3 Monate, weil ich 2016 erst den Führerschein gemacht habe. Und 2018 war das meiste dabei. Hatte ich 10.000, also fast knapp 11.000 Kilometer gefahren. Von April oder Ende März bis November. Ich habe zwar kein Saisonkennzeichen, aber dann stand die meistens schon in der Garage, weil ich bin schon irgendwie ein schöner Wetterfahrer. Naja, gut, so, dann drückt mir mal die Daumen, dass ich da. Wenn der TÜV-Mann sagt, mit den Reifen komme ich durch, dass das Moped in den TÜV kommt. Ja, das war's dann erstmal. Kleiner Vlog hier und ja, ich sag einfach mal danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.